Während wir in der letzten Lektion noch am Anfang des Schreibprojektes gestanden sind, machen wir nun einen Sprung mitten hinein in die wissenschaftliche Arbeit. Eine Frage, die ich mir beim Schreiben meiner eigenen Masterarbeit auch gestellt habe, ist: Was heißt es eigentlich, eine wissenschaftliche Meinung zu vertreten? Und darf ich das überhaupt? Im Zentrum dieser Lektion stehen die Fragen: Was heißt eine wissenschaftliche Meinung und wie kann ich sie vertreten? Auch im Text? Wie gewinne ich einen Überblick über den Forschungsstand, um meine eigene Position zu entwickeln? Und wie vermittle ich das im Text? Die Fragen beantworten wir mit verschiedenen Perspektiven von Lernenden und Studierenden zur Frage, was wissenschaftliches Denken ausmacht und wie man die wissenschaftliche Meinung im Text vertreten kann. Dabei geht es nicht um eine aus der Luft gegriffene Meinung, die auf einem Thread im Internet beruht, sondern um eine wissenschaftlich begründete, transparente Position gegenüber dem Forschungsstand. Das klingt jetzt, als müssten Sie als Expertin oder als Experte Ihres Faches auftreten, obwohl Sie sich eigentlich nicht als solcher oder solcher fühlen. Don't panic! Zum einen haben Sie Zeit, zum Experten oder zur Expertin in Ihrem Eck der Forschung zu werden. Zum anderen geht es nicht darum, alles zu wissen und alles gelesen zu haben. Vielmehr geht es darum, entlang der eigenen Forschungsfrage zu überlegen und wie man zu dem, was man bislang gelesen hat, steht. Dazu stelle ich Ihnen im Video einen Überblick verschaffen mit Literaturcluster, eine vielseitige Methode vor, mit der Sie sowohl Ihre Masterarbeit als auch kleinere Textteile planen und Ihre Position reflektieren und weiterentwickeln können. Am Schluss stellen wir uns die Frage, wie man vom Lesen zum Schreiben kommt. Manche machen sich im Prozess eine ganze Reihe von Notizen, andere behalten mehr im Kopf. Lernende und Studierende geben Einblick in ihre Strategien, mit denen sie den Rohtext angehen.